One Piece Kapitel 951 ist draußen und nach den Spoilern von gestern können wir einiges erwarten, also legen wir los. Die Coverpage ist ein Bild aus One Piece Stampede, was uns einige der im Film auftauchenden Charaktere zeigt. Wir beginnen im Flower Capital, wo Orochi extrem wütend ist, da Fuku Rukuchō es nicht geschafft hat, auch nur einen der Strohhüte zu fangen. Fuku Rukuchō bittet um Vergebung, denn immerhin hätten sie ja Law gefangen, welcher genauso gefährlich ist. Und schon ist der kleine Orochi wieder glücklich. So ein simple-minded Dude for real. Fuku Rukuchō hat seine Streitkräfte in der Hauptstadt erhöht. Wir sehen einige Samurai und Ninja. Sie sollen Orochi vor der Strohhutbande schützen. Diese Gruppe wird Mimawari Gumi genannt. Der Name könnte von zwei Sachen abgeleitet sein. Erstens. Wie ihr vielleicht wisst, arbeitete Oda vor One Piece als Nebenzeichner im bekannten Manga Rurouni Kenshin, welcher wie der Wano Kuni Arc zur Edo-Zeit in der japanischen Geschichte spielt. Dort gab es ebenfalls eine Gruppe, welche Mimawari Gumi genannt wurden, welche hochrangige Samurai waren, welche loyal zum Militär waren, hier in Form von Fuku Rukuchō. Aber auch im echten Japan gab es die Kyoto Mimawari Gumi, welche ebenfalls eine Spezialeinheit war, welches vom Tokugawa Shogunat erschaffen wurde, um die Ordnung in Kyoto wiederherzustellen. Möglicherweise kommen auch noch die Shinsen Gumi vor, welche im Grunde etwas ähnliches sind wie die Mimawari Gumi, nur deutlich bekannter. Überall werden Poster der Strohhutbande aufgehängt, welche echt cool gezeichnet sind. Alle Strohhüte sehen aus, als wären sie einem japanischen Kunstwerk entsprungen. Währenddessen beobachten Sanji und Shinobu die ganze Szenerie von einem Dach aus. Eigentlich sollten sie ja weitere Samurai finden, welche das Mondsymbol am Knöchel tragen. Problemchen an der Sache ist einfach nur, dass all diese Samurai gefangen genommen worden sind. Das Gefängnis ist mittlerweile wirklich total überfüllt. Aber eigentlich ist das doch eine gute Sache. Sanji und Shinobu müssen nur die Gegner besiegen, die Samurai befreien und haben alle zusammen, anstatt sie überall suchen zu müssen. Dabei sehen sie, wie einige Leute Skyboats herstellen für das Feuerfestival, bei dem an die Toten gedacht werden soll. Währenddessen im nördlichen Teil von Ebisu. Dort treffen Beppo, Sachi und Penguin auf Nami, welche natürlich froh ist, dass sie der Gefangenschaft entkommen sind. Beppo übergibt Nami einen Zettel, diesen hätte Yasui wohl überall im Gefängnis verteilt. Auf dem Zettel sehen wir das Symbol, welches Kinemon überall verteilte, um anzugeben, von wo der Angriff auf Onigashima anfängt. Doch nun wurden zwei mehr Linien draufgemalt. Also hat Yasui vor seinem Tod das Ganze wohl etwas verändert und den Treffpunkt woanders hin verlegt. Wie Beppo sagt, wussten alle Samurai sofort Bescheid, was es bedeutet. Nami rennt also los, denn sie möchte es direkt Kinemon präsentieren. Plötzlich hat Beppo einen Flashback. Hawkins hält Law fest, lässt dafür aber Beppo, Sachi und Penguin frei. Vermutlich hat Law sich selbst geopfert, um die anderen zu befreien. Jedoch sagt Law, dass die drei den Strohhüten nichts von seiner Gefangenschaft erzählen dürfen. Jedoch, als sich Beppo mit seiner Bande bespricht, sagt er, das Leben ihres Kapitäns sei wichtiger als der Plan. Ui, wenn das mal nicht für Ärger sorgt. Vermutlich werden sie das Gefängnis angreifen und dabei wiederum den Plan gefährden. Kanjuro hält Yasuis Leiche in den Armen und möchte ihn beerdigen. Alle Bewohner von Ebisu Town sind ebenfalls am Start. Nami, Franky und Kanjuro machen sich also auf den Weg. Währenddessen kommen Robin und Lysop in eine Kontrolle, die Wachen sind nämlich auf der Suche nach der Strohhutbande. Um von den Steckbriefen nicht erkannt zu werden, machen Lysop und Robin ihre Gesichter. Während Brook hinter ihnen herläuft, die Wachen denken nämlich, dass Brook einfach ein Geist sei, der bei den zwei spukt. Otoko ist ebenfalls bei Robin eingepennt. Die Szene switcht an einen verlassenen Hafen, wo Ashura Dojin Inuarashi und Kinemon hingeführt hat und zeigt denen dort einige abgefragte Schiffe, mit denen man wohl tausende Männer nach Onigashima bringen könnte. Zumindest sobald die Schiffe wieder intakt sind. Ein Job für Frano Sukia, I would say, super! Nun kommen wir nach Onigashima, wo Kaidos Piraten damit beschäftigt sind, Essen zuzubereiten. Denn Big Mom, wie wir wissen, verschlingt Unmengen an Essen und das auch noch direkt vor Jack, King und Queen.
Jack schaut irgendwie angepisst auf Big Mom. King ist einfach schockiert, denn er dachte, er hätte Big Mom den Wasserfall heruntergeschmissen, und Queen ist einfach nur pissed auf King. Big Mom spricht zu King, dass sie alles vergessen würde, wenn er ihre Familie joint. Laut Big Mom gibt es nur drei Rassen, welche nicht zu ihrer Familie gehören. Die Rasse, der King angehört, die Riesen und eine noch unbekannte Rasse. Somit haben wir nun bestätigt, dass King zu einer eigenen Rasse, also nicht zu einem Menschen gehört. Queen sagt auch, dass King Teil einer Rasse sei, die schon längst ausgestorben ist. Ich tippe nach wie vor auf einen Birkaner. Immerhin wurden sie von Enel ausgelöscht, sind also eine ausgestorbene Rasse im Grunde. Jetzt sagen viele bestimmt, ja, aber er hat schwarze Flügel. Ja, das stimmt, dafür könnte es aber einen Grund geben. Er könnte von Oda so zum Beispiel den gefallenen Engel darstellen. Vielleicht wurde er gerade wegen seiner schwarzen Flügel vom Birker verbannt und Kaido sammelte ihn irgendwo auf. Und ja, im Anime-Intro von Wano Kuni hat er weiße Flügel, jedoch ist der Manga Canon und Oda hat ihn klar mit schwarzen Flügeln dargestellt. Doch King lehnt Big Moms Angebot ab. Daraufhin bittet Big Mom, dass man ihr die Handschellen abnimmt. Plötzlich erscheint Kaido und befiehlt seinen Leuten, ihre Handschellen abzumachen. Wir kriegen auch wieder die Bestätigung, dass Big Mom und Kaido in einer Bande waren, vermutlich den Rocks-Piraten. Plötzlich zieht sie ihr Schwert Napoleon und Big Mom und Kaido schlagen ihre Waffen gegeneinander, ähnlich wie Whitebeard und Shanks damals. Und ebenfalls wie bei diesen beiden spaltet sich der Himmel, wo auch schwarze Blitze erscheinen, vermutlich aufgrund des Königshakis. Das war das Kapitel 951. Der Clash zwischen Big Mom und Kaido ist einfach nur episch gewesen, freut mich schon aufs nächste Chapter. Jedoch wird es nächste Woche eine Pause geben. Aber sagt mir doch, was haltet ihr von diesem Kapitel? Und zu welcher Rasse denkt ihr gehört King? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein und ein schönes Wochenende euch allen.